Willkommen zurück zu Legend of Zelda Breath of the Wild und bin immer noch hier in der letzten, in dem Raum von der letzten Prüfung. Und im Endeffekt, eine Sache habe ich hier jetzt noch nicht probiert, und zwar Stasis-Modul und dann in die andere Richtung drehen lassen. So. Es geht zumindest länger schon mal. Und das war da aufgehört. Ah. Zumindest schon mal etwas. Ah, da ist auch ein Weg. Geil. Wow. Was für starke Sachen es hier noch gibt in den Kisten. So. Was macht der Schalter? Oh, wenn der Schalter tut quasi das Ding aktivieren. Jetzt kann ich das Ding quasi vorne reinlegen. Jetzt wird wahrscheinlich rüber geschossen und löst jetzt wieder das Drehding aus. So, dass es jetzt das Wasser wieder anschrauben sollte. Ja, das Wasser steigt. Und jetzt wahrscheinlich einfach Büromodul. Toll. Danke, dass du die Säule nicht erzeugt hast, Alter. Na komm. So. Nice. Alle Schlösser geöffnet. Endboss, ich komme. Also DLC-Endboss. Also ich gehe davon aus, dass jetzt ein Boss kommt. Ich meine, die letzte Prüfung, als ob die letzte Prüfung keinen Boss enthalten würde. Oh, jetzt wird noch cool, jetzt wird das Ding mir quasi das aufdrehen. Bam. Okay, darf ich jetzt etwa einfach die Belohnung abholen oder warum sitzt der Typ dann da? Hi. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Nun im Namen der Göttin Hylia. What the... Das ist der erste von denen, der sich bewegt. Heute richtig zu einer letzten Prüfung. Soll ich gegen ihn kämpfen? Das hört sich nicht so an, als ob ich gegen ihn kämpfen soll. Oder es hört sich jetzt auf jeden Fall nach Kampfmusik an. Die Musik ist ja noch viel geiler als die normale Musik im Spiel. Ja! Was für eine Arena, Junge. So, lass uns begehen. Ja, klar. Priester Mits Kyosha, die große Prüfung. Ich mach einfach mal den Beyblade, ne? Junge, du bist nicht aber... Alter, ist der Avatar, Junge? Ja.
Alter, was für eine geile Musik. Ja. So, da ist der Richtige. Ich hab ja nicht mal Heilungs-Item dabei, wirklich. Das ist der Richtige. Ich hab's gesehen. Oh, das ist gerade richtig. Geil. So, bam. So, Half-Life. Rage-Modus. Ja. 3 Meter würde ist ja jetzt einfach groß, oder was? 10 Meter, wie auch groß auch immer das sein wird oder soll. Ich weiß nur, der ist jetzt riesengroß. Und da ich keine Pfeile habe. Aua. Okay, jetzt kann ich drauf hauen. Das sind alles Einhänder, oder? Nee, das sind 2 Hände für maximalen Damage. Zack. Jetzt steht die ganze Arena schief. Das kann er auch noch. Am Arsch. Nope, du drehst mich nicht mit denen. Nicht heute. Na komm. In den Schritt rein.
Autsch. Ja komm, mach Aufladeangriff. Cooles Master Shirt raus, Link. Neues Kopfhaus. So, Biefer Segen und jetzt draufhauen. Komm, 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 komm. Get down. First swipe, bitch. Damit einer der geilsten Kämpfer, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin wohl der wahre Held, ne? Gut gemacht. Du hast all meine Zweifel ausgeräumt. Du bist ein wahrer Held. Und damit ist dieses uralte Wunderwerk für dich bestimmt. Mein Eponator. Hier ist dein Preis. Jo, Alter, übertreib halt. Oh. Nice. Ich hab Motorrad. Ich weiß mal auf Pferde. Ich hab Motorrad. Das ist das kompakteste Motorrad, das es gibt. Es lässt sich in einen Tropfen verformen. Platz sparen hoch 10. Eponator Zero. Gib Materialien in den Tank, um das Fahrzeug mit Energie zu versorgen. Du kannst es hier aktivieren, allerdings nicht in jedem Gebiet. Wow. Also, es hat trotzdem noch Begrenzung. Okay. Was du erhalten hast, ist ein Wunderwerk der Technik. Gemacht für einen wahren Helden. Held von Hyrule, möge die Göttin Helia dir beistehen. Ich würde sagen aber, dass dieses Konstrukt jetzt weiter in der Luft fliegt. Das wäre halt schon episch anzugucken. Sondern wo du, ey, guck mal, das ist die Arena, da habe ich den alten Sack besiegt damals. Der hat mir das Motorrad dann geschenkt. So, und er hat seine Ballade fertig, hoffe ich doch mal. Sein Lied. Oh, du bist's. Geht das nur mir so? Du wirkst auf mich noch beherzter, als du es zuvor schon warst. Ich kenne das perfekte Lied für jemanden wie dich und würde es gerne, dir gerne vorsingen. Das unvollendete Lied meines Meisters, von dem ich neulich sprach. Ich habe endlich die grundlegenden Verse vervollständigt.
stehen so weit oben, der perfekte Ort, um das Lied vorzutragen. Das geschah vor 100 Jahren. Von hier aus kannst du Schloss Hyrule sehen. Die Zeremonie zu Ehren der auserwählten Sechs trug sich genau dort zu. Also höre nun die Ballade der Recken. So schön. Krieger von Hyrule, ihr habt euch alle fünf dazu bereit erklärt, eine lebensgefährliche Mission auf euch zu nehmen. Ich danke euch. Vom heutigen Tage an seid ihr die Recken von Hyrule. Tragt eure Gewänder mit Stolz. Ihre blaue Farbe ist seit alten Zeiten das ehrwürdige Symbol unseres Königshauses. Die Idee, euch diese Gewänder zu verleihen, stammt von meiner Tochter Zelda. Dich, meine Tochter, möchte ich darum bitten, die Pflicht zu erfüllen, die dein königliches Blut dir auferlegt. Führe diese wackeren Recken in den Kampf. Beschütze Hyrule und besiege die Verheerung Ganon, damit unser Land eine Zukunft hat. Mega geil. Mega geil. Mann, oh Mann. Ich dachte schon, wir müssen den ganzen Tag da stillstehen. Das ist also der Sheikah-Stein. Er steckt bestimmt voller praktischer Funktionen. Aber leider übersteigt diese Technik unser derzeitiges Verständnis. Eine Funktion hat die Prinzessin mir schon mal vorgeführt. Das Ding, das macht Bilder, die aussehen wie im echten Leben. Wirklich? Das würde ich zu gern mal sehen. Prinzessin? Also, würdet ihr mir das einmal zeigen? Gut, dann machen wir mal ein Bild von euch. Die Frage ist, wer hält die Kamera in der... Wer hält denn das dann? Baruk, kannst du dich nicht etwas kleiner machen? Du fällst mal wieder komplett aus dem Rahmen. Gut. Was ist denn das für eine Trauermine, Prinzessin? Ihr dürft ruhig lächeln. Revali, steh doch nicht so weit abseits. Was für ein Staatsakt. Mipha, nicht so steif. Atme mal ganz tief durch. Ja. So, alle bereit? Guckt alle hierher. Bitte recht freundlich. Katschika! Schon geil. Ist ein geiles Bild. Nach diesen Ereignissen nannte man sie die Recken. Mein Meister sagte mir, man soll Lieder so schreiben, dass der Zuhörer sich in die Ereignisse hineinversetzt fühlt. Nach der Reise, die ich unternahm, weiß ich endlich, was er damit meinte. Da fällt mir ein, ich fand dies, als ich die Dokumente meines Meisters durchsah. Und ich dachte mir, nun, du bist derjenige, der es haben sollte. Dein Heldenmut erinnert mich an den unbeugsamen Willen der Recken. Bild der Recken, ein Bild mit Zelda und fünf Recken nach der Ernennungszeremonie im Schloss Hyrule. Kashiwa gab es dir, nachdem er die Ballade der Recken fertiggestellt hat.
Mögen die Seelen der Recken, die über Hyrule wachen, in Frieden ruhen. Link. 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 Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast schwierige Prüfungen hinter dich gebracht. Nun solltest du bereit sein. Ja, du bist nun gewiss bereit. Ja, aber ich will noch nicht. Eins, was haben wir vorher noch machen. Wir haben jetzt erstmal eine Testfahrt mit dem geilen Motorrad. Oh. Da ist das Ding. So, aufsteigen. Das Ding kann springen. Oh mein Gott, das ist geil. Da kann ich auch. Ja, ich könnte quasi jetzt auch wie beim Pferdkampf quasi abspringen und. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Abspringen und dann in den Bogenmodus quasi gehen. Okay. Kein Fallschaden. Alles klar, mega geil. Ein Video damit ziehen? Ja, läuft. Na komm, hoch da. Oh, wie sieht es mit Schwertkampf darauf aus? Zack. Hadouken! Danke fürs Grillwild. Nimm ich gerne recht herzlich an, ja. Gut, dann haben wir noch so ein, zwei Gebiete, die hier erkundet werden wollen. Einfach geradeaus fahren. Oh, ich habe da unten auch jetzt eine Gasanzeige, also eine Füllstand. Also das Ding ist nicht unbegrenzt fahrbar. Oh, das bockt richtig, damit rumzudüsen. Okay, und da vorne sind die Türme, die ich brauche. So, absteigen. Ja. So. Der Turm fehlt mir noch. Und der Turm fehlt noch. Alle. Weil war ein bisschen brutal. Ich kann auf dem Motorrad aber nichts aufsammeln. Zack. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Na 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 na.
Aber was gibt's denn hier Schönes? Wer will hier Stress? Ne? Hier kommt Zelda angeflogen, Junge. Überraschungsangriff. So. Nächstes Schwert. So, bam, bam, bam. Ach geil, da hat ein Saphir getroppt. Nice. Deine Holzkiste. 5 Eispfeile, danke. So, da kann ich rüberfahren über die Brücke. Juhu! Das sieht doch nichts cooler aus als ein fucking Motorrad, Alter. Da ist eine Kiste. Die gönne ich mir. Zack, 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 zack. Loot, loot. So. Schuppenlanze, wow. Nichts Extravagantes. Zack. So. Bam. So. Noch seinen Loot mitnehmen und dann. Weiter geht die Fahrt. Hi. Zack, 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 zack. Ich bearbeite dich, Junge. Autsch. Ey, das tut bei weh, ne? Was ist das? In your face. Meine Chance. Gegenangriff. Also wie viel halten die aus? Okay, scheiß drauf. Ist bereit, wenn du es brauchst. Tschüss. Arme Eidechse.
ich brauche auf jeden Fall mal wieder ein paar Premium-Waffen. Bam. 10 Stunden später. Aber die Weißen sind aber die guten Gegner, weil die tun für den Edelstein trocken, wenn die sterben. Jetzt wieder ich auch hier ein paar Holzpfeile sammeln. So, und den Turm hochklettern. Zack, zack, zack. In your face. Geht doch. So, Edelstein mitnehmen. Eine Kiste. Den Holzfalle nehme ich gerne mit. Apfel auch. So, dann wollen wir mal den Turm des Sees hochklettern. So, ein bisschen Ausdauer regenerieren. Und zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ah, guck mal, da ist der andere Drache. Den es gibt. Der verpisst sich jetzt gerade um die Uhrzeit, okay. Ah, guck mal, was haben wir da hinten? Schrein. Zack. Oh, noch ein Turm. Den habe ich schon markiert gehabt, okay. Also ja, das ist der andere. Und der Drache kommt wieder raus aus dem Wasser. Okay. Ich muss aber da halt die richtige Position finden, wo man auf ihn ballern könnte. Um ein Horn von dem zu, also ein Hornschuppe oder so, von dem zu erlangen. Ja, 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 ja. Deine Betragung beginnt. Nice. Okay. Zack. Von der Brücke aus können wir ihn vielleicht was abballern. Dafür pisst er sich wieder was an. Was ist da eigentlich in der Einkerbung? Also ein Schrein anscheinend. Ist auf jeden Fall gut versteckt, weil man zumindest den oberflächlich nicht direkt erkennt. Ey, Drache, ne? Ich find's ganz cool, wenn du ein bisschen weiter nach unten kommen würdest. Ich
weit komme ich hoch mit Rivalis Zorn? Reicht einfach nicht von der Höhe. Ich hab's getroffen, ja. Nice. Alles, was ich brauche. Vorher ist nur eine. Meine Vorher ist, ich trage eh eigentlich, solange ich kann, immer meine Barbarenrüstung. Alter. Nicht verarschen. Hallo? Komm, schlag mal zu, komm. Auch wenn der Mongo im Wasser chillt, kann ich ihn nicht angreifen. Und auch noch Blutmond, geil. So. Tja, er hat einen Zafir getroppt, aber der ist unter Wasser. Geil. Danke für nix. Außer für den Königsvorhänder. So. Und das ist mein das Item meiner Begierde. Baroda-Schuppe. Ist aber nicht das, was ich gebraucht habe, glaube ich. Na, warum ist es noch? Also ich rate, es gibt einen Moment, in dem seine Hörner leuchten und dann muss ich das Horn abschießen, um einen Hornspieler zu bekommen. Verdammt. Aber trotzdem schon mal haben oder nicht haben, ja? Revalis Sturm ist bereit. So, zack. Guck mal, wer da wieder aus dem Wasser hochkommt. Wieder mein Lieblingsfreund, der Drache. Kommt er auch gleich nochmal runtergeflogen, dann könnte ich nochmal probieren, auf ihn zu ballern. Rivalis Zorn ist ja bereit.
Fuck off, Alter. I hate you. Naja, geh ich mal zum Schrein. Hol mir da noch Fleisch. Zack. Rup. So, was aber mich im Schrein erwartet, ist in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns. Hier. Ja.